So, die Mikroorganismen sind jetzt nach einer Woche fertig. Hätte, wenn sie umgefüllt. Die Kanister. Eben 90 Liter haben wir ca. drin. 80 bis 90 Liter. Die werden jetzt umgefüllt. Die H-Werte ist jetzt ca. bei 3,8. Ja, 3,8 wird da rum. Das wird passt. Super, das passt gut. Wie ihr schon gesehen habt, habe ich schon mal ausgemacht, die erste Wiesn. Jetzt werden wir die Hintermauer noch. Eben die ganzen Acker vorne noch nicht ausgemacht. Und ja, es ist verdammt viel drauf. Dritter Schnitt, gell? Also bei uns regnet es ja fast jeden Tag derzeit. Jetzt ist einmal ein kleines Fenster mit zweieinhalb Tag ungefähr, wo wir signieren können, für die Tiere, für die Eiger wird es ja nicht gehen. Und ja, probieren wir jetzt einmal den dritten Schnitt eben. Und ja, auf und auf, echt super klasse. In Norddeutschland oder so, auch in weiter Deutschland, wo sie sehen, hat alles schief trocken. Also ganz anders ist bei uns da. So ist das bei uns aber doch, muss ich mal, bis an mir haben, da werden wir Glück haben. Liegt die Futter schon, oder liegt ja, aber liegt eine halt, weil sie dicht ist. Man meint, es ist gar nicht hoch die Futter, aber hinten noch kommen so eine großen Moden raus. Also der erste Schnitt war eher
durchschnittlich bis unterdurchschnittlich. Eher unterdurchschnittlich, darf ich sagen. Der zweite Schnitt war wieder überdurchschnittlich, jetzt der dritte sowieso. Der holt alles wieder aus, was wir beim ersten Schnitt verloren haben. Jetzt in der Summe passt. Ja, haben wir heute geschaut, der Zylinder wird langsam undicht. Wenn wir einen Zylinder oder halt beziehungsweise einen Zylinder so zu bestellen und dann richten wir wieder. Boah, wow, geht das Mähwerk auch wieder alles rein. So, jetzt noch den Hintermann wieder. Jetzt will ich aus, als die Spur wieder zurückmachen. Da muss man weiter aufpassen, es ist nicht zu weit rausgekommen. Da eben ist die Untersaat, da wird jetzt quasi ein Reinigungsschnitt gemacht. Und ja, wenn das noch gemacht ist, dann wächst es in der Regel wieder super nach. Heute 4. September. Ich will sehen, ob es gestern noch mal alles gemacht hat. Und heute müssen wir noch einführen. Jetzt ist es Mittag vorbei. Ja, gestern haben wir noch nichts mehr aufgerufen, weil es einfach zu los ist, ist eh klar. Aber jetzt ist es super umgefüllt. Und jetzt heißt es noch zusammenrechen fertig. Stunde Arbeit haben wir noch oder was, und dann geht es jetzt schon los. Ich habe mit dem Planer zusammenrechnen, da kann ich nämlich die Einsaat dreimal umfahren und auch ein bisschen die Gräser am Boden machen. Ja, nur. So, und jetzt geht es in Silo treten. Wir haben mit Linden unterwegs, mit dem Reiter Oskar. Vorne das Minion-Gewicht, das große. Und hinten noch die Silowolzen. Der Silo oder ist der Grammer Silo. Der ist perfekt. Fast nicht schimmelig, wirklich super. Hinten haben wir auch Stellkörper keine, die ist auch schon außen wieder. So. Sagen, damit es ist, wie das gut ausschaut.
komplette Wurzel hängt vorne nach oben. Da hat 1600 Kilo was oben. Vielleicht ein bisschen mehr. Den habe ich vorne aufgekriegt. Wenn man nicht weit fahren muss, geht es eben. So, na, ich werde das Silo treten.